Dieser Blütenkranz aus dieser selbstgefertigten Schale und den selbstgefertigten oder gebastelten Blüten ist ein echter Hingucker. Also die Schale ist toll, die kann man natürlich auch total anders dekorieren. Jetzt zur Osterzeit kann man Ostereier reinlegen und ein Häschen in die Mitte stellen. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten, diese Schale zu dekorieren und im Grunde ist sie ja wirklich schnell und einfach herzustellen. Ja, schaut mal, wie ihr das so macht. Heute möchte ich eine runde Schale basteln, in der man Dekosachen passend zur Jahreszeit immer dekorieren kann. Diese Schale soll hier eine Aussparung haben. Ich brauche zunächst mal, um die Grundkonstruktion zu machen, 3 Pappen. Wenn ihr in die Schale was einstecken wollt mit einer Nadel, nehmt dickere Pappen. Dies sind normale Pappen von Paketen. Die Kreise haben einen Durchmesser von 28 cm. Der Kreis, der in der Mitte rausgetrennt wird, hat den Durchmesser von 14 cm. So, ich nehme hier mal die Innenkreise raus. Dann habe ich 3 Kreisringe. Und die werde ich mit einem Klebstoff zusammenfügen, so dass sie so aufeinander liegen. Das ist dann erstmal die Grundkonstruktion, die ich nachher mit einer Wellpappe im Feinripp verkleide. So, dann habe ich hier nochmal einen Kreisring geschnitten aus einer feinen Wellpappe. In Schwarz. Ihr könnt aber auch einen schwarzen Fotokarton nehmen und den klebe ich dann anschließend auch auf diese Bastelarbeit. So, hiermit aufkleben. Danach werde ich Streifen schneiden aus einer Wellpappe, wie gesagt, oder aus dem Fotokarton. Da muss ich gleich nochmal überlegen, welche Höhe ich nehme. Die setze ich nachher hier dran. Und von innen an, so dass ich so ein schönes Gefäß habe, was ich gestalten kann. Ich habe jetzt hier die Ränder aufgeklebt. Bei diesem habe ich dazu gesehen, dass die Ribbelung nach außen ist. Dann sieht das etwas schöner aus. Dies ist jetzt für mich ein Gefäß, in dem ich nachher Blüten einklebe, beziehungsweise vielleicht auch so in verschiedenen Höhen hier rundherum einsetze. Das zeige ich euch gleich, wie ich die mache. Ich habe allerdings noch hier einen Tipp. Man hat ja die Kreise hier ausgeschnitten aus der Pappe. So, die habe ich hier, die Pappe. Hier habe ich jetzt mal einen Ton oder einen Fotokarton aufgeklebt. Und hier werde ich auch jetzt noch einen Rand darum zukleben. Dann kann man das gleichzeitig auch noch nutzen. Das finde ich ganz gut. Da könnt ihr auch Blumen dekorieren. Was ich jetzt noch sagen muss, ist, wie ihr seht, wenn ich jetzt die Wellpappe schneide, ist die Schnittstelle weiß. Kann sein, dass er sagt, das möchte ich so lassen, dann ist das in Ordnung. Ich habe hier so einen Permanentmarker in Schwarz. Da kann ich einfach hier so mit drüber streichen. Dann ist das Weiße auch schwarz. Das finde ich ganz schön, dann stört dieser weiße Rand nicht. Das kann man machen. Ich muss dies natürlich jetzt erst noch festkleben. Das habe ich hier bei dem Großen schon mal gemacht. Und so habe ich dann 2 Schalen, die ich gestalten kann. Um die Blüten herzustellen, also diese hier in Weiß oder in Beige oder in Rosa, ganz nachdem ihr das möchtet, mache ich Folgendes. Ich habe mir einen Streifen geschnitten, der ca. 3,2 cm breit ist. Und habe das in diesen Streifen in Rechtecke unterteilt, die jeweils 6 cm lang sind. Dann kann ich immer schon, hier habe ich jetzt ein Tonpapier gefaltet, dann lege ich hier diese Schablone an, zeichne die nach, mache mir hier die Markierung. So, setzt das nächste wieder an. Hier unten habe ich mir schon die Markierung gemacht. So, und so kann ich dann viele
Teile schneiden. Ich schneide dieses eine jetzt mal aus. Um zu zeigen, wie ich diese Blüte mache. So, für jede Blüte brauche ich 3 Rechtecke. So, jetzt habe ich meine Markierung da oben leider mit weggeschnitten, muss ich das noch mal eben ansetzen. So, was. Auf der anderen Seite hatte ich nämlich eine andere Markierung, aber diese gefällt mir besser. Wenn nachher Bleistiftstriche über sind oder wenn man die noch sieht, könnt ihr die natürlich wegradieren. So, ich nehme jetzt mal 3 von diesen bzw. 4 von diesen. Warum ich 4 nehme, sage ich euch sofort. Diese Streifen knicke ich erstmal in der Mitte durch. So. Und nochmal so zusammen. Das mache ich jetzt mit allen 3 Streifen oder 4 Streifen. So, es muss schön aufeinander liegen. Nachher den Tacker noch dazu. So, jetzt habe ich den 3. Streifen geknickt. Jetzt folgt der 4. Mit dem 4. mache ich folgendes. Den knicke ich genauso wie diese anderen. So. Dann halte ich den Streifen so in der Hand, dass ich also hier die Zuunteile habe, also hier habe ich nur 2 Streifen, hier sind die 4 von den Blättern, Einzelteile. Also hier sind 2, hier ist es zu und hier oben ist es offen. Und jetzt schneide ich von dieser Kante zu dieser Kante einen kleinen Bogen. So, das ist jetzt mein Muster. Jetzt nehme ich diese anderen genauso. Die sind hier nach oben geöffnet, nach unten. Jetzt lege ich das an, beziehungsweise ich kann die auch erst aufzeichnen und dann schneiden. Das könnt ihr machen, wie ihr das möchtet. So. Dann haben nämlich alle Blütenteile die gleiche Größe. So. Das ist eben die Schablone. So, 2 und das mache ich beim 3. Teil auch. Ihr könnt es vorher auch aufzeichnen, es geht vielleicht noch ein bisschen einfacher. So, dann nehme ich meine 3 Teile. Öffne sie so, dass die offenen Stellen nach oben sind, leg sie passend zusammen. So, schau mal, von der Größe passt das dann auch. Der Knick ist gleich. Jetzt lege ich diesen Knick genau hier unter meinen Tacker. So, und drück das fest. Wie ihr seht, so passt das schon. Dann kann ich die einzelnen Blüten so auseinanderbiegen erstmal. Dann öffne ich die. Drück von unten da so gegen. Na. So, das mache ich jetzt mit allen Blüten so. So, ich habe die jetzt hier so auseinandergebogen und damit die hier schön aneinander stoßen, habe ich hier ein bisschen Klebstoff
dazwischen gemacht, damit die hier in der Mitte schön zusammen liegen oder aneinander kleben. So, dann kann ich die Blüte so lassen oder ich kann, wie hier, dieses ein bisschen kleiner, einen Strassstein dort oben aufkleben. Also bei selbstklebenden Steinen immer trotzdem ein bisschen Klebstoff aufgeben und den Stein andrücken. Die Erfahrung zeigt, irgendwann lösen die Steine sich wieder und fallen runter und das wäre natürlich ärgerlich. So, solch eine Blüte könnt ihr jetzt in ganz verschiedenen Farben machen. Ich muss mir die auch jetzt noch vorbereiten. Und dann dekorieren wir die nachher in unsere Gefäße. Hier habe ich noch eine Alternative. Anstatt drei Lagen zusammen zu tackern, könnt ihr auch vier Lagen zusammen tackern. Dann sieht die Blüte wahrscheinlich noch so ein bisschen vollständiger aus. So, ich habe jetzt meine selbstgefertigte Schale dekoriert. Ich habe die Blüten hineingelegt, beziehungsweise ich habe sie auch festgeklebt, mal so ein bisschen angelehnt, hier auf den Rand gesetzt. Also ich finde das richtig schön. Ihr könnt natürlich andere Blüten nehmen und es ganz anders mit Ästen und Zweigen dekorieren. Aber dies ist jetzt mal so eine Möglichkeit, wie ich dachte, dass das ganz schön aussieht. Also bei den Blüten habe ich das noch so gemacht. Ich habe noch kleinere gearbeitet. Die sind mit dem Grundmaß 5 x 3 cm sind daraus entstanden. Und die größeren sind 6 x 3,2 cm. Die Machart, die Faltung ist bei beiden genau so. Also, tja, vielleicht nehmt ihr eine andere Farbwahl, schaut mal. Ich hoffe, dass euch das Video gefällt und die schöne Schale natürlich auch. Die kann schön Tische schmücken, Regale schmücken. Ihr könnt sie als Kranz auch an eine Tür hängen oder an eine Wand hängen, weil das Material ist leicht, einfach, ist nicht schwer. Ansonsten, wenn ihr noch was zur Frühlings- und Osterzeit sucht, schaut in meine Playlists. Viele Osterhasen, zum Beispiel auch aus Eierschachteln und viel mehr, gibt es dort zu entdecken. Ihr findet bestimmt was Passendes für euch. Ja, über ein Abo würde ich mich freuen, über einen Daumen nach oben auch. Ja, vielleicht schreibt ihr mir auch einen kleinen Kommentar. Ich würde mich freuen. Bis bald, eure Angelika Kipp.